Hallihallo. Einen wunderschönen guten Nachmittag. So früh bin ich noch gar nicht online quer. Aber wer hat denn gestern das Video bei mir auf YouTube gesehen? Die Post war da. Ich habe ein paar Aroma, wo ich anmischen muss. Und da habe ich jetzt einfach gedacht, ich mache das hier im Livestream. Relativ unspektakulär. Aber ich kann nebenher vielleicht ein bisschen im Chat mitlesen und ein bisschen mit euch interagieren. So, gucken wir erstmal, was alles komisch. Guten Abend alle zusammen. Eigentlich ist guten Abend noch zu früh. So, die ganze Box hier ist ja voll. Die Momo Liquids hier, ich habe hier Shortbills bekommen, aber wenn man die bestellt, habe ich vorher nachgeschaut, sind das alles Longbills. Also bei mir kommt jetzt nur ein Nikotinshot rein. Normal, wenn man die bestellt, ist nur Aroma drin und man macht die eigene Base rein. Somit ist das Ganze natürlich auch einiges günstiger. Und das hier, wir hatten eigentlich das Video von mir gestern überhaupt gesehen. Auf die Minz bin ich sehr gespannt. Aber die anderen hören sich auch nicht schlecht an. Also ich glaube, das da, das dürft relativ gut sein, weil irgendwo habe ich gesehen, dass da Abkass seine Finger mit dem Spiel hat. Mal gespannt, ob ich das hier auch irgendwo entdecke. Hier steht nichts drauf, aber auf der Homepage habe ich gemeint, dass da drinnen gestanden ist, dass da Abgasflavor irgendwie mit dabei ist. Na, da. Abgasflavor, aber ich glaube nur bei dem einen Modell. Nur bei zwei, das hier auch noch. Wird, denke ich mal, recht interessant sein. Und wahrscheinlich ein bisschen Colada-lastig sei, vermute ich einfach mal. So, jetzt holen wir erstmal alles hier aus der Schachtel raus. So, Nikotinshots habe ich mir auch schon hergerichtet. Ich mische die natürlich jetzt auch gleich mit Nikotin an. Beim Test werde ich wahrscheinlich sagen, dass ich so ohne Nikotin teste, aber ohne Nikotin sind die Liquids alle extrem flach. Finde ich. Also läuft jetzt keine Musik mehr. So. Und jetzt echt was vor. Dann die Fahrer erst der Base anmischen müssen. Mir ist von Kapkas angefrischt worden. Jetzt habe ich vorher erst noch Basi angemischt und das Witzige war, dann war ich fertig mit Basi anmischen. Dann habe ich ein bisschen auf Twitch geguckt, wer so streamt, dann schalte ich beim Frank ein, dann macht er das gleiche wie mischt auch Basi an oder halt Nikotin. Ich mache das immer ein bisschen anders, ich mische immer ein Liter Basi an und kippe dann die Bunko Basi von mir rein, dass ich dann hier 3 Milligramm habe. Wenn ich das jetzt natürlich mit dem Aroma vermische, dann bin ich nicht mehr auf 3 Milligramm, dann bin ich auf 2, irgendwas, je nachdem wie viel Aroma drin ist, aber das ist mir relativ egal. Pinkes Liquid will ich haben. Das hier. Und das da. Na, ist eigentlich auch pink. Das sind zwei verschiedene pinke Farbtöne. Das sieht wie so pink. Liquid ist doch egal, welche Farbe. So. Her damit bitte. War es jetzt noch mal ein bisschen durchgeschüttelt. So, da ich jetzt ein bisschen mehr zum Mischen habe wie der Frank vorher. Fange ich auch ein bisschen anders vor. Wie viel Bunko-Base hast du noch ungefähr? Ja, leider nicht mehr allzu viel. Also ich schätze
ein Jahr dürfte es mir noch reichen, aber dann geht's aus. Oh, wollen jetzt da mein Flascheöffner habe ich schon daher geholt. Ich habe hier so einen coolen Flascheöffner. Da bin ich echt gut froh, dass ich den habe. Deckel aufmachen. Ich gehe den immer her. Und die Spritze dann hier gleich so rum reinlegen. Ich stelle das erstmal auf die Seite. Dann immer zum Deckel dazu. Oh, da kommt eine wahnsinnige Minznote entgegen. Oh, die Kindersicherung, das ist auch so ein Ding für sich. So. Bei der Flasche funktioniert jetzt mein Öffner. Gibt tatsächlich nur Flasche, wo ich das Messer verwenden muss. So, und verzeiht's mir, wenn ich jetzt im Chat nicht alles mitlesen kann. Ein bisschen abgelenkt. Aber ihr schreibt ja halt viel. Momos kenne ich noch als die in, ja genau, die in Glasflasche. Die haben halt meinen Schrank versucht aufzuräumen. Und da haben jetzt auch noch all die Momo-Liquids in Glasflasche in der Hand gehabt. Also ich habe noch ganz, ganz viel Liquid da, was ich irgendwann mal wegdampfen sollte. Der hört ja gar nichts. So, wo ist Peter? Musik schon wieder standen lieber. So bleibt denn die Musik die ganze Zeit standen. Main Settings, Staffel, Safe, dann. Entschuldigung. Oh, der Bossi ist auch hier. So, wo ist Bossi? Da war. Alles mit bei dir? Mega spannend. So, jetzt schreibe doch mal in den Chat, ne? Wir hatten das Video von mir gestern alles gesehen, wo ich ein Cinematic-Video aus den Aroma gemacht habe. Stell die alles mit, viel Arbeit. Ja. Die machen mir doch alle selber viel Arbeit. Ich nicht. Boah. Jasit, ich schick dir den Link dazu. Das Video, das musst du angucken. Da habe ich mir echt so viel Mühe gegeben. Das ist so gut geworden. Also, man soll sich zwar jetzt selber loben, aber das Video entfügen. Das Video, Jassi, das guckst du auf jeden Fall an. Du hörst ja meine Stimme nebenher hier. Das geht auch glaublos. Ja, 4,5 Minuten. Ja, fast 5.
mir gestern ein paar Stunden Arbeit kostet, aber hat immer wieder richtig Spaß gemacht. Hallo Verena. Ich habe auch schon meine Meinung dazu drüber geschrieben. Okay, die habe ich dann in dem Fall noch nicht gelesen, Verena. Können Sie ja gar nicht lesen, wo schon du die Meinung geschrieben? Verena, wo hast du geschrieben? Ich sehe nichts. Dampf unter Palmen. Servus Gregor. So. Hey, ich würde sagen, ich fülle jetzt die, was jetzt aufgemacht haben, mal geschwind mit Base voll. Mikrofon ist mir hier ein bisschen im Weg. Bleibt die Musik schon wieder standen. Musikprogramm schließen, Musikprogramm öffnen. So, weiter geht's. Also das Kaffee, das riecht extrem nach Kaffee. Das so gut schmeckt, wie es riecht, dann ist geil. So. Jetzt machen wir die erste gleich zu. Du hast schon Facebook kommentiert, okay? Ich habe jetzt natürlich auf YouTube noch geschaut, im Video selber. So, das Praktische ist, ich habe jetzt den Deckel hier schon neu gemacht. Oder die Spitze in den Deckel. Muss ich das bloß drüber kippen, Zuschrauber und dann rastet das Ei und ich bin fertig. Monster Ohms Kaffee Junkie. Ja, Peter, nicht nur du, ich auch. JD hat dort eine Gruppe. Ich bekomme nur einen englischen Kanal angezeigt. Ich habe eine JD Vapes Gruppe. Wenn ich jetzt hier die Aroma ein bisschen weggemischt habe, dass ich Platz an meine Tastatur auf den Tisch zum Leger, dann suche ich die Gruppe schnell und gebe euch mal den Link dazu. Oder ich mach's mir einfacher. Ich mach die Verena zum Mod und Verena kann meine Facebook-Gruppe posten. Verena, ich hab die zum Moderator gemacht. Jetzt
Kannst du die Facebook-Gruppe von mir posten? Vielleicht kommt da mal ein bisschen Leben in die Bude. Servus Markus. So. Bin dabei, hallo. Bassgeige. Jetzt kann ich nämlich selber über den Link von dir, Verena, auf meine Facebook-Gruppe. Da brauche ich keine Tastatur dazu. Und da ist tatsächlich etwas ein längerer Bericht geschrieben. Oh, Verena. Ja, man sieht, sie kann sich jedem recht machen. So, 5 Anfragen. Den mag ich schon bestätigen. Aber, also, YouTube mache ich, weil es mir Spaß macht. Und dann mache ich letztendlich auch das, was mir Spaß macht. Und so Videos zum Erstellen, das macht halt echt richtig Spaß. Es ist zwar aufwendig, macht aber Spaß. Und viele gefällt es, so ein cinematisches Video, und viele sagen unsinnig. Recht machen kann ich es oder so nie alle. Es gibt welche, die finden es cool, dass ich Schwäbisch schwätze, und es gibt auch eine, die finden es gar nicht cool. Das riecht wie After Eight. Das Schokomint. Auf das bin ich echt mega gespannt. Schmeckt vermutlich dann auch wie After Eight. Ob ich ein Fan von JD bin? Was soll ich schreiben? Sag mal, ich glaube, dass da Frage kommt, ob du Fan von mir bist. Aber wenn, dann musst du die Wahrheit schreiben. Wenn du Fan bist, dann bist du einer. Wenn du keiner bist, dann bist du keiner. Hab alle Fragen mit Nein beantwortet. Ich habe keine Ahnung, was für Frage das da kommt. Mitglieder konnten nicht hinzugefügt werden, warum nicht? Alle bestätigen. Hey, wieso kann ich? Auch kann ich. So, weiter mit dem Flascheöffner. Servus Andreas. So, wo ist der Deckel hin? Take my hand and we'll go away to a different place. Float on air and we'll hide away.
Potlull. Hab mir mein erstes Kind geholt. Bapu Navi. Anyguide. Mir wurde die Frage gestellt, habe wahrscheinlich gleich wegen Schwabenbonus. Also ich habe keine Ahnung, was für Frage da kommt. Die Facebook-Seite, die gibt es ja schon eine Weile. Aber eine Frage müsste auf jeden Fall kommen und das ist die, ob man 18 ist. Neubi, Birgit, hallo. Warte, war schon Birgit, glaube ich mal. Wieder was verwechselt da. Ja, die Frage wird gestellt. Muss ich mal gucken, ob ich das nachschauen kann, was dann was beantwortet wurde. Alle, wo die Frage dann, ob sie Fans sind, mit Nein beantwortet, denn die kann ich dann vielleicht wieder alle löschen. Werde ich natürlich jetzt machen. So. Was man halt echt sagen muss, denn eine Aromaflasche, da ist wahnsinnig viel Aroma drin. Theoretisch soll die VG pur aufgießen, dass sie auf 80-20 kommen. Wenn jetzt trotzdem 80-20 mischt, das heißt, die kommen nachher auf 60-40. Das ist halt der Nachteil. Darf ich auch lügen? Nicht drum so wenig Mitglieder bei mir in der Gruppe. Ja, Pussy, bist du denn schon 18? Bussi, der ist glaube ich noch lange keine 18, das dauert noch ein paar Jahre. Obwohl ich ist der Bussi schon 18, aber ich glaube geistig nicht. Er verhält sich recht jugendlich ab und zu. So. Jetzt habe ich fast einen ganzen Liter Base gebraucht. Was sind das für Liquids-Marken? Da guckst du am besten mein letztes YouTube-Video an. Das siehst dann genau, was ist. Und da steht es auch nochmal in der Videobeschreibung dann drin. Also die Minzserie, da bin ich mal richtig gespannt, wie die schmecken wird. Riecht und die mal schon recht kräftig.
Schokomint, das riecht echt wie After Eight. Die Minzserie riecht extrem stark. Ja. Das riecht da wahrscheinlich. Das riecht so extrem, das riecht da schon durch die Internetleitung durch. Wenn es dann auch so extrem gut schmeckt, dann ist natürlich perfekt. Oh, die Adipose Liquid Flasche ist hier. Wieder ein Gericht auf dem Teller. Ja. Ein Gericht auf dem Teller zieht du dem Ganze vor. Ob gestern riechen dürfen in der Dampferia. Ich weiß jetzt nicht, welche Serie, aber eine Serie von denen ist noch nicht auf dem Markt. Ich weiß ich bloß nicht, welche. War jetzt die... Ist die Serie hier? Oder sind es die... Die Momos? Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch gespannt, aber Pester war es jetzt nicht können. Beziehungsweise ich kann jetzt halt. Ich kann das nachher schon mal vereinzeln mal kurz antesten, aber ich kann jetzt noch kein Review draus machen. Weil sie noch nicht durchgereift sind. Und hier muss ein Nikotinschutz noch rein. Cool. Also die Momo Liquid Flasche, das sind jetzt echt definitiv nicht die beste. Mit dem Flascheöffner komme ich da halt drunter. Muss man tatsächlich mit dem Messer hantieren. Dann hat man immer ein bisschen Liquid an den Finger. Wieder ein anderer Deckel. Oh, Christian, rated mit 2 Personen. Christian, danke dafür und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal.
Das sind tatsächlich verschiedene Flaschen. Das sind gerade alles die gleiche Flasche. Ist ja auch witzig. Als außen so noch nie kennt. Aus einer Serie zwei verschiedene Flaschen. Mahlzeit Maschek. Ja, theoretisch könnte man nachher noch gleich eine Post war. Die Post war da hinten ranhängen. Der Postbote war nämlich vorher da. Lieber Olli, servus. So. Und ich weiß jetzt nicht, ob das viele kennen, den Trick. Die meisten sollten eigentlich schon kennen. Die Kappe, wenn man sie runterdreht hat, wieder leicht aufsetzen und dann nach hinten wegkippen, dann ist die Spritze nahe hier drin. Dann tut man sich leichter beim Reinkippen. Und gerade bei den 60 ml Flasche hat man den Vorteil, man kann den Nikotinshot sauber auslaufen lassen. E-Vapor, ach, Doc-Vapor ist der Olli. Das ist der Detlef. Da ist Detlef. Ja, das ist ja jetzt echt schlimm. Wir hätten D-Vapor und Doc-Vapor und Doc-Vapes. Alles sehr ähnlich. Detlef, wo bist denn du aktuell? Dann machen wir das mal spruchreif, dass wir uns in Leichingen treffen. Sag das mal ruhig. Sag das mal ruhig ganz laut, ich bin kein Olli. Jawohl. Nächste Woche leider komplett unterwegs, okay? So, jetzt brauche ich noch einen Nikotinshot. Dann nehmen wir jetzt einen Nikotinshot von Vape Street. 18 Milligramm, 17,30. Und die andere sind 20 Milligramm. Aber das macht unterm Strich so gut wie nichts aus. Weil ich brauche eigentlich so oder so 18, dass ich auf 3 Milligramm Nikotingehalt komme. Wenn ich 20 Milligramm Nikotingehalt nehme, dann komme ich auf 3,3 oder so. Kannst nach München kommen. Was ist in München? So, die Flasche kenne ich jetzt nicht, aber da kann ich jetzt den Ring runternehmen. Dann muss ich das auch machen. Bei der anderen Liquid-Flasche, da hängt der wirklich fest.
dass der Ring dann nachher ins Liquid Knife fällt. Das wäre unpraktisch. Meine RBAs sind gekommen. So. Viel Müll. Von House Production. Servus. Wie ist die Lage? Alles im grünen Bereich. Ihr habt nicht überlesen, ich war anderweitig beschäftigt. Bin hier gerade am Liquids anmischen. Aber jetzt gibt es eigentlich nicht mehr viel zum Säen. Muss ich bloß noch Deckel draufschrauben. Jawohl. Schau praktisch, wenn ich selber in der Kamera sehe. Chat ist so vergesslich wie du. Ja, vergesslich. Vergesslich bin ich schon ein bisschen. Aber manchmal ist das auch ein Vorteil, wenn man auch Sachen mal wieder vergessen kann. Wir sind nicht vergesslich, wir merken uns nur das Wichtige. Und selbst das vergesse ich ab und zu. Eigentlich sind so die alten Systeme, die Shortfill-Systeme, doch die einfachste und die beste. Nikotin-Shot rein, wenn man es möchte. Man kann sofort losdampfen. Vom Preis her sind die dann eher uninteressant. Für den Endkunde, nicht für den Händler. Christopher. Servus. Udi, servus. Würde ich jetzt ja auch behaupten, von wegen Hasi. Ja. Die schmecken tatsächlich besser als selbst gemischt. Ist mir aufgefallen, okay. Wie hieß das Spot-System von Vaporesso, was du gestern so gut fandest? Da gibt es ja drei Stück. Die PM30, PM80 und PM80 SE. Und das SE hat halt den Vorteil, ich habe einen 18650er Akku. Ich krieg hier auch eine RBA-Einheit dazu oder kann ich mir dazu kaufen. Und das Coole ist halt,
Wenn ich jetzt da ein anderer Botnei mache mit einer anderen Leistung, dann stellt er die Wattleistung automatisch an. Vergleicht die automatisch an. Ich habe jetzt zum Beispiel 3 Pots hier und ich sehe ja den Widerstand nicht. Und wenn ich jetzt ein anderer Pot rein mache, das ist jetzt auch noch ein gleicher Widerstand. So, und der hat einen anderen Widerstand, jetzt stellt er die Leistung automatisch um und das finde ich cool. Plus, dass es eine RBA-Einheit gibt. Ein auswechselbarer 18650er Akku. Da bin ich jetzt auch schon mega gespannt auf das neue von Oxervia, heißt das, glaube ich. Dann müsste jetzt auch dann die Tage kommen. Bald hast du ein besseres. Wird sich rausstellen, ich hoffe es. Aber die Pod-Systeme allgemein, muss man echt sagen, das sind inzwischen so gut geworden. Was der Geschmack angeht, echt brutal. Und da jetzt mit Selbstwickeleinheit, also ich habe jetzt gerade hier eine Rada, also das kann ich definitiv empfehlen, wenn ihr auch noch ein Pod-System, eine IO will mit Selbstwickeleinheit, weil das ist aus meiner Sicht das durchdachteste. Da habe ich hier oben so einen zweiten Kopf, wo dann praktisch aufgeschnitten ist, wo ich dann an den Coil rankomme, dass ich ausglühen kann, kann die Watte schön sauber verlegen. Da ist das echt am besten bis jetzt von denen, was ich getestet habe. Hab heute die Target BM80 SE bekommen. Ja, das ist die, was ich ja gerade gezeigt habe. Vaporesso, ja. Kann man den Pot schon kaufen? Den mit dem Akku. Ob der durch die TBD2 schon durch ist, das weiß ich jetzt nicht, aber man kann ihn definitiv schon bestellen. Das habe ich schon gesehen, mal direkt bei Vaporesso auf jeden Fall. Hofer Müll produziert. Und was würde euch jetzt mehr interessieren? Die Post war da oder soll ich mal ein paar Aromen kurz anmischen, antesten? Alles JD. Alles. Alles wird zu viel. Essen, das ist gerade wichtig. Bin gleich wieder da, Kaffee holen. Ja, mein Kaffee, der ist glaube auch schon wieder kalt. Ich habe auch einen Kaffee hier. Eigentlich sollte ich meinen Kaffee aus meiner neuen Tasse trinken. Puls 20. Dass ich wieder runterkomme. Ich will dich wickeln sehen. Ja, wenn ich den Tröpfler wickle da. Könnte ja eben ein paar Verdampfer vorbeibringen zum Bewatten. Umbra Mods hostet dich jetzt. Umbra, vielen Dank für deinen Host. Ja.
Was ist jetzt eigentlich? Komm mal von euch. Möchtet ihr jetzt eher. Dort nichts drin, ob ihr möchtet, dass ich die Mint-Serie mal kurz anteste, oder? Beziehungsweise das Schokomint interessiert mich, das wo wie After 9, wie After 8 schmeckt. Oder After 9, wo heißt das After 9 bei wem? Ist das bei Liquid Labor oder ist das beim Dumpty das? Ricardo. Poco muss noch stehen, denke ich. Kann sein, dass wenn ich jetzt das teste, dass ich sage, das ist noch nicht gut. Und Smog, da haben die auch so ein Gerät, das ist aber die PM40 oder wie die heißt, oder RPM40. Die RPM40, die PM80 ist ja im Prinzip das gleiche, ein bisschen länger auch mit auswechselbarem Akku, aber die Pots sind die gleiche. Und die ist geschmacklich auch schon richtig gut, also die iOS. Die iOS sind tatsächlich echt richtig gut geworden. Teste jetzt und die Tage dann wieder, ob es sich verändert hat. Ja, aber das mache ich eigentlich inzwischen öfters. Aroma direkt nach dem Anmischen testen. So sage ich es halt immer dazu, dass es dann kein Review ist, das ist dann keinerlei Aussagekraft. Außer ob es schon dämpfbar ist direkt nach dem Anmischen. Ich nehme jetzt zurzeit immer Friseurwatte. Seitdem ich jetzt vom Alf Friseurwatte gekriegt habe, nutze die echt permanent. Production cheered 111 Bits. Mega. Oh mein, vielen Dank. So, das hier will ich testen. Schoko Mint. Die hier, das ist echt Hammer.
JD, wie ist die Friseurwatte so? Besser als die Kattenklauts? Oder benutzt du die eher im Tröpfler? Also bis jetzt habe ich es jetzt eigentlich nur im Tröpfler verwendet. Im Tankverdampfer jetzt glaubt noch nicht. Halt mega günstig und ich finde im Tröpfler einfach zum Verarbeiter, kein Eigergeschmack, finde ich gut. Und die Schokominte schmeckt jetzt schon mega lecker, aber man schmeckt, dass die Schokolade nicht voll da ist. Minzgeschmack ist schon komplett fertig. Die Schokolade, die schwimmt nur irgendwo ganz leicht im Hintergrund mit. Und da denke ich mal, die Schokolade, die wird noch richtig lecker rauskommen. Aber braucht nur ein paar Tage. Ich benutze Friseurwatte nur noch zum Fenster abdichten. Finde die zu lange und zu stark im Eigengeschmack. Also die Friseurwatte, was ich jetzt vom Alf kriegt, kann absolut null Eigengeschmack. Gar keinen. Hat die Mucci, die hat tatsächlich einen Eigengeschmack, die Friseurwatte galt. Scharfe Minze oder eher sanft? Also ich würde jetzt eher sanft sagen. Gucken wir mal geschwind, ob auf der Flasche irgendeine Reifezeit empfohlen wird, ob da irgendwas drauf steht. Four Steps Times, 24 bis 48 Stunden. Heißt, das müsste Reifezeit 24 bis 48 Stunden. In zwei Tage müsste es durchgereift sein. Okay. Reifezeit 2 bis 4 Tagen steht, glaube ich, allen. Hier haben wir zur Reifezeit 24 bis 48 Stunden, also 1 bis 2 Tage. Also, es ist auf jeden Fall gut dampfbar direkt nach dem Anmischer. Schmeckt jetzt schon mega lecker, aber ich denke halt, die Schokolade, die wird auf jeden Fall noch richtig, richtig rauskommen. Hab im Netz nachgeschaut. Also was ich in der Regel eigentlich mache, lasse meine Aroma generell 14 Tage standen. Ich probiere es zwar immer wieder, aber richtig benutze eigentlich erst nach 14 Tagen. Evergreen. Was ist ein Evergreen? Was ist da mit drin? Halt echt nichts drauf, was noch was das schmecken soll. Ist Minze pur oder ist da irgendwas mit drin? Geschmacksrichtung: Fische, Minzbonbon, Zimt und Vanille. Ich will da jetzt mal meine Watte ein bisschen Drucker dämpfen, weil ist jetzt noch kein Aroma-Review. Macht da jetzt nicht jedes Mal frische Watte rein.
die Asadi-Watte. Ist einigermaßen trocken. Machen wir mal das Evergreen drauf, weil Vanille kann man jetzt meiner Meinung nach nicht rausschmecken. Vanille braucht. Zimt kann man vielleicht rausschmecken. Aber Zimt ist auch wieder so ein Ding. Zimt braucht, glaube ich, auch eine ziemlich lange Reifezeit. Dass man sagen kann, Zimt schmeckt. Also das schmeckt jetzt noch komisch. Ist irgendwie Minze, ja, aber irgendwie eine andere Minze. Kann sein, dass das Zimt ist, wo den Geschmack etwas komisch macht. Also bei dem Evergreen, da wart ihr euch wahrscheinlich beim Aroma Review sagen, das braucht Reifezeit oder ich mag es nicht. Von beiden. Schmeckt irgendwie wie Medizin. Oh, ne, 89 Zuschauer hat. Also den Geschmack, den will jetzt definitiv mit Leerdampfer, das ist irgendwie. Entweder nicht meins oder noch nicht gereift. Entweder oder. Lothar, servus. So. Probieren wir das dann einmal. Peppermint. Die rote Farbe lässt vermuten, dass da ein Abwehrgeschmack mit drin ist. We'll be right back.
feel so alive. I've never felt this way before. Nein. It must be you and I. It's got me thinking about us. Es ist eine richtig kräftige Minze. Schmeckt wie. Das macht auf jeden Fall die Nase frei und das ist vom Geschmack her, würde ich sagen, wie Zahncreme, wie Zahnpasta, so richtig kräftige Minzzahnpasta. Odol mit 3, glaube ich. Ah, apropos Zimt. Wollte ja noch Zimtstecke, laut mal Zimtstecke probieren. Ja, die möchte ich auch noch irgendwann probieren. Einen Lecktest habe ich mal gemacht, aber das war nicht meins. Und dann habe ich es nachher gekauft und dann habe ich es in dem Shop, wo ich war, halt können. Habe ich was anderes mitgenommen. Also die Minze ist extrem kräftig. Ich behaupte jetzt mal, das wird sich geschmacklich nicht mehr verändern durch Reife. Vielleicht täusche ich mich. Schmeckt auf jeden Fall schon jetzt mega, mega lecker. BHRD Cinnamon Roll. Cinnamon Roll Beste. Kenne ich. Ihren Fahrer, wo ich meinen Schrank aufgeräumt hätte, da haben die von Ricardo Cinnamon in der Hand gehabt. Einen Lecktest habe ich da gemacht, aber das war im Lecktest auch nicht meins. Aber ich habe es nirgendwo auf dem Tröpfler drauf gemacht. Und wie mir das damals geschmeckt hat, das weiß ich nicht mehr. Ich müsste jetzt tatsächlich meine alten Videos mal angucken. Stefan Streamer Original, die Stimme des Horrors. Servus Stefan. So. Bevor wir jetzt die Watte verbrennen. Eins haben wir jetzt nicht ausprobiert und das ist das Ferment. Ich probiere das jetzt auch noch. Ich vermute mal, der Geschmack wird sehr ähnlich sein. Deswegen mache ich da jetzt auch die frische Watte, ne? Ich wüsste, dass es so viele verschiedene Minzsorte gibt. Es schmeckt jetzt tatsächlich wie ein Spermien-Kaugummi. Da haben wir bestimmt auch eine Reifezeit vorgeschlagen von auch Reifezeit 24 bis 48 Stunden. Kann man definitiv sofort mischen. Funhouse Production, vielen Dank für deine weitere 50 Bits. Was ist denn los mit dir heute? Du Spendierhose an. Ich find's ja mega. Bisschen Salz drauf. Ich hab gar keine Hose an, wenn du es genau wissen willst. Oje, oje. Also zwei davon
behaupte ich mal, anmische, sofort Losdampfer, das Spearmint und das Peppermint. Die andere zwei, die werden sich wahrscheinlich noch verändern mit der Reifezeit. So. Aber viel mehr Aroma wird jetzt nicht mehr testen. Weil die Momo, die könnt ihr jetzt theoretisch testen. Aber das mache ich nicht alleine. Das machen wir im Livestream-Format mit mehreren Personen zusammen. Wer alles mitmacht, das weiß ich nicht.